Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei Let's Me, der Nummer 1. Mit Sicherheit. Für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr habt ja schon das Fitnessvideo gesehen. Ja, der Kevin ist wieder mit an meiner Seite. Wir befinden uns gerade in seinem eigenen Concept-Weiß-Store. Warum, wieso, weshalb, Kevin? Was geht hier ab heute? Tja, wir machen heute ein schönes Bleaching für eure Community. Ich habe gehört, kannst du einen Tag den Laden haben, meinst du, an dem brauche ich gar nicht einen Tag lang. Wir haben jetzt, glaube ich, 6-7 Leute, die von dir gekommen sind. Und ja, die bleachen wir jetzt einmal schön durch. Vorher-Nachher-Bilder kriegt ihr nachher zu sehen. Und ich würde sagen, wir legen gleich einfach mal los. Ja, wollen wir mal starten. Ihr habt es mitbekommen, Gewinnspiel. Die Leute stehen schon draußen. Wir werden sie gleich mal ein bisschen nochmal filmen, vor die Kamera holen. Dann gibt es auch nochmal ein paar Informationen von Kevin zum Bleaching. Wer kann das machen? Wie alt muss man sein? Tut das Ganze weh? Da gibt es, glaube ich, viele Leute, die so ein bisschen abgeschreckt sind. Schädigt das meine Zähne? Kommen wir gleich zu. Aber ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal die Leute rein und starten mal mit den Behandlungen. Wir haben sogar jemanden, der ist extra aus Düsseldorf angereist. Ich gebe dir hier mal nur den Corona-Check. Wie ist nochmal dein Name? Ich bin der Kai. Der Kai, aus Düsseldorf. Ja, genau, richtig. Krass, extra angereist und du hast Bock, heute weiße Zähne zu bekommen. Richtig. Der Kevin hat gesagt, das bekommen wir hin. Ich bin wirklich sehr gespannt. Gib uns mal dein schönstes Lächeln einmal, wie auch genau ist, was Sache ist. Erstmal geile Aktion, dass du am Start bist hier. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es gleich bei dir auch aussieht. Ich auch. Leute, extra aus Düsseldorf hier. Also, ich komme Günther. Aus Südamerika, aber. Du heißt Günther? Ja. Leute, schreibt mal ganz kurz in die Kommentare, was glaubt ihr, wie heißt er? Ja, krass. Günther, was geht? Alles klar. Wo kommst du her? Aus Berlin? Ja, ich komme aus Berlin. Okay, wie kommt es dazu, dass du Bock hast, die Zähne bleachen zu lassen? Also, klar, wahrscheinlich bist du unzufrieden, aber. Naja, ich wollte mal ein schönes Lächeln haben. Ich hatte ja schon gerade Zähne durch meine Zahnspange. Wobei ich sagen muss, beim Günther, es ist gerade echt ungewohnt, dich Günther zu nennen. Sorry an der Stelle. Ich finde aber tatsächlich, dass deine Zähne schon weiß aussehen. Ja, also brauchst du gar nicht verstecken. Was er für ein gutes Lächeln schon hat. Das ist peinlich. Nice, ja, ich bin gespannt auch bei dir, was wir für ein Nachher-Ergebnis haben werden. Bin ich auch gespannt. Sehr nice, Günther. Okay, Kevin, was passiert jetzt als nächstes? Als nächstes passiert erstmal das Beratungsgespräch, ganz wichtig, damit wir jeden Kunden auch individuell beraten können. Falls er irgendwelche Kronen, Blomben vorher hat, damit wir das auch wissen, damit wir dem auch sagen können, dass wir da auf jeden Fall die Farbtöne vielleicht ein bisschen anhellen können, aber nicht natürlich auch so eine Krone anpassen können. Das heißt, wenn jemand eine Krone vorher hat, wird die halt ein bisschen mitgeblichen, aber nicht hundertprozentig wie die anderen Zähne. Das heißt, er müsste danach zum Zahnarzt gehen und sich die Krone anpassen lassen. Oder wenn er vorne Füllungen hat, werden die natürlich auch nicht mitgebleached, also nicht hundertprozentig. Das heißt, müsste man danach zum Zahnarzt gehen und sich einfach die Helligkeitsstufe nochmal anpassen lassen. Hat jemand von euch eine Füllung vorne? Günther, bei dir bin ich mir nicht sicher. Nee? Also okay. Direkt vorne, wenn man jetzt auf den Zahn... Jetzt kommt wieder ganz vorne. Direkt vorne, ich hab aber... Nee, also wenn man jetzt so von oben auf den Zahn gucken würde. Ja, das ist egal. Okay. Beratungsgespräch, ganz wichtig. Und dann Zähne putzen und geht los. Okay, dann kommen jetzt die ersten Leute. Wir haben es noch ein bisschen aufgeteilt. Wir halten natürlich auch hier den Abstand ein. Also nicht, dass ihr euch wundert, die beiden wohnen zusammen. Das ist natürlich auch hier aufgeteilt. Corona müssen wir ja selbstverständlich auch Rücksicht nehmen. Das heißt, ihr beiden könnt gerne nach vorne kommen und seid die Ersten beim Beratungsgespräch. Und wir könnt ihr mal so ein bisschen über die Schulter filmen. Dann kriegt ihr mal mit, was man denn da so für Informationen bekommt. Hi, ich bin Jenny und ich bin für den Store hier in Berlin zuständig und wir führen jetzt hier mit den beiden umher das Beratungsgespräch. Da habt ihr schon eine genaue Vorstellung, wie weiß ihr in etwa werden wollt, irgendwas bestimmt schon im Kopf. Jeder kann den hellsten Ton erreichen. Also es hängt sehr viel davon ab von euren Gewohnheiten, ob ihr raucht, ob ihr viel Kaffee trinkt und so weiter und so fort. Man sagt einfach, desto älter die Personen sind, desto schwieriger wird natürlich auch die Zähne hell zu machen. Während die beiden jetzt ihr Beratungsgespräch haben, werden wir doch noch mal einmal zu jemandem gehen. Der gute Mann hat am Samstag Geburtstag, richtig? Wie ist dein Name nochmal? Stefan. Ja. Deine Frau oder Freundin? Deine Frau hat mich angeschrieben. Ihr habt doch ein kleines Kind, ne? Ja. Sie hat mich angeschrieben und gesagt, ey, ich hätte total gern für meinen Mann so ein kleines Geburtstagsgeschenk und Marc, du wirst bestimmt nicht antworten und sowas. Und selbstverständlich habe ich, oder besser gesagt, zum Glück habe ich die Nachricht gelesen
Also wirklich Daumen hoch für deine Frau, die muss auch leider gerade draußen warten. Wir dürfen halt nicht so viele Leute hier drinnen sein. Hat sie dir ein gutes Geschenk gemacht, oder? Ja, bedank dich bei deiner Frau. Sehr, sehr cool. Ja, Stefan, wie alt bist du? 21. Und Zähne werden weiß noch. Sehr, sehr geil. Dann gib uns auch noch mal dein schönstes Lächeln. Stimmt, ganz vergessen hier, wir sind die ganze Zeit am Quatschen. Der Stefan Gehrig ist ja auch mit am Start. Noch zusammen schönes Beintraining gemacht, jetzt sind wir hier. Und du lässt dir auch die Zähne bleachen, oder? Ja, ich habe richtige Popcorn-Zähne, ne? Deswegen. Ja, alles klar. Ist das so für dich jetzt mal Real Talk schon so belastend? Jetzt auch ehrlich? Also ich sehe es halt in den Videos so, dass ich mir denke, so, es könnte schon mal eine Ecke weißer so, ne? Aber ich putze halt jeden Tag auch dreimal ganz normal Zähne, so wie jeder normale Mensch. Ja. Mal schauen, ich bin echt mega gespannt. Also wirklich. Gib mal das schönste Lächeln. Ja, also lachtechnisch bist du gut dabei. Also wenn man dich lachen sieht, dann lacht man auch mit. Ja, ich bin auch gespannt bei dir. Ich glaube, das wird ein krasser Vorher-Nachher-Effekt. Weil wirklich solche Gammelzähne habe ich selten mal gesehen. Guck mal. Hier, das ist ja interessant. Was ist das jetzt? Das ist einfach die Farbskala, um zu gucken für die Kunden, damit die deutlich ihre Veränderungen sehen. Ja, jetzt gucken wir mal bei mir. Boah, Alter, das ist ja wirklich krass. Ja, du bist irgendwo so zwischen S2 und S6 in der Mitte. Ich würde sagen S4, ja. Also die Lücken zwischen den Dingern habe ich auch bei mir im Zwischenzähne. Ich bin schon gut dabei, ne? Ja. Also du hast gerade dein Beratungsgespräch gehabt. Jetzt machen wir noch ein schönes Vorherbild, damit wir danach auch genau sehen können, vorher, nachher. Na, ich würde ihn irgendwo hier hinpacken. Und dann gucken wir mal, wie viele Nuancen wir den heller kriegen nachher. Ich habe mich jetzt auch mal hier in diesen Sessel reingesetzt und das Geile ist, die sind sogar mit Massagefunktion. Das heißt, wenn man jetzt hier irgendwie eine Stunde, anderthalb sitzt, bekommst du noch eine schöne Massage. Richtig entspannt. So, Marc, du musst leider diesen Platz jetzt räumen. Ja, ja. Denn deine werte Community soll jetzt anfangen. Dann haben sie Pech gehabt, weil zuerst bin ich dann. So, wir haben selbstverständlich auch noch ein Mädchen mit dabei. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, wie heißt du? Hallo, ich bin Caro, 26 aus Berlin. Und ich bin sehr gespannt. Liebe Caro, gib auch du uns bitte dein schönstes Lächeln einmal. Ja, verstehe ich doch gar nicht, dass er überhaupt ein Zahnbildchen braucht, das ist auch schon alles weiß. Es sind alle schon beraten worden, es kann jetzt langsam so losgehen, was ich auch schon. Dann ist schon langsam los, können wir einfach filmen, die ganze Sache. Schau mal hier, haben wir, wie ich habe es ja eben schon erwähnt, das ist die Frau, die das Ganze hier, für deinen Mann, ne? Also du hast mich angeschrieben und hast gedacht, du machst ihm mal eine kleine Freude. Ja. Er wusste von gar nichts. Nein. Und ihr habt auch sogar eure kleine Tochter mitgebracht. Mhm. Wie alt ist sie, was sagst du? Sie wird 6 Monate. Alter, so eine Frau wünscht man sich doch, oder? Die Mutter der Kinder und macht so eine Überraschung klar. Sehr, sehr cool. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du mich angeschrieben hast. Und dein Mann jetzt Danke da sitzt, dir. Er ist sogar der Erste. Ja. Bei ihm geht es jetzt auch gleich los. Also du kannst schon von hier ein bisschen duschen. Er schlägt sich aber gut. Ja, schön. Zu den beiden Herrschaften hier. Der eine oder andere hat sie sicherlich schon mal in irgendeinem meiner Videos gesehen. Die Übeltäter haben jahrelang mit mir zusammen gewohnt, bis ich Köln in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen habe. Ich habe mir gedacht, nicht nur die Community bekommt heute weiße Zähne, auch mal meine Freundin. Auch mal meine Freundin, Chan. Auch mal meine Freunde, das ist ja nicht mit anzusehen. Nee, Spaß beiseite. Jungs, seid ihr ready? Nach dem Beratungsgespräch auf jeden Fall. Fühlt ihr euch gut aufgehoben hier? Ja, ich fühle mich richtig gut aufgehoben. Man muss dazu sagen, wir sind alles Breakdancer, so anderthalb Stunden sitzen ist natürlich einer der schlimmsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Ja, während ihr jetzt hier die Zähne weiß bekommt, gehen wir erstmal schön was essen. Danke. Und dann sehen wir uns in anderthalb Stunden wieder. Also so sieht es jetzt gerade aus. Ja, sie dürfen sich nicht bewegen, sie dürfen auch nicht reden. Dementsprechend reiße ich mich selbstverständlich aus zusammen. Peter, wie geht's? Ja, ihr könnt hier alle mal einen Daumen nach oben geben, wenn es euch noch gut geht. Oh, bei Caro kommt kein Daumen mehr. Doch, da kommt er noch. Alles klar. Ja, bald geschafft. Okay, Kevin, wir haben uns einmal kurz hingesetzt. Ich hätte noch mal so ein, zwei Fragen. Und zwar, allererste Frage, kann ich
mir immer die Zähne aufbleachen lassen oder braucht man irgendwelche Grundvoraussetzungen? Also gibt es irgendwelche Zahntypen, wo man sagt, das geht nicht oder kann jeder weiße Zähne bekommen? Rein theoretisch kann jeder weiße Zähne bekommen. Es gibt ganz gewisse Ausnahmesituationen, in denen zum Beispiel Leute lange und falsch mit Antibiotika behandelt wurden. Wenn die lange und falsch mit Antibiotika behandelt wurden, gibt es bei manchen Zähnen, die haben von, das ist Veranlagung ist dann technisch, haben die gelbe Zähne, richtig gelbe Zähne. Und das ist nicht, weil die sich nicht die Zähne putzen, sondern das kommt vom Antibiotika. Okay. Das Antibiotika gibt ihnen so einen Farbton und das kriegst du auch so gut wie nicht mehr hin. Okay. Ansonsten natürlich immer von Vorteil, wenn du vorne keine Blomben, also keine Füllung hast. Mhm. Obwohl jetzt eine kleine Füllung jetzt nicht so auffällt. Aber wenn es halt eine große Füllung war oder ein halber Zahn jetzt weg war oder sowas, musst du den halt nachher beim Zahnarzt anpassen, weil der Weißton dann vielleicht nicht mehr ist. Wir können immer von der Füllung auch ein bisschen was aufhellen natürlich, aber nicht so wie die normalen Zähne. Okay. Oder halt, wenn du jetzt eine Brücke hast vorne, auch nicht so ideal, solltest du dann erstmal oder solltest du dann nach dem Bleachen zum Zahnarzt gehen und die Brücke wieder anpassen lassen. Okay, gutes Thema, Zahnarzt. Wenn ich ans Bleaching denke, denke ich irgendwie als erstes, das beim Zahnarzt zu machen. Warum sollte man das eher hier machen, anstatt beim Zahnarzt? Du kannst es rein theoretisch kannst du es machen, wo du möchtest. Ein großer Vorteil für uns, wir bleachen ohne Wasserstoffperoxid. Mhm. Zahnärzte bleachen so gut wie immer mit Wasserstoffperoxid. Und das ist halt das, was so die Zähne angreift, wo du nachher so dieses Kälte- und Hitzeempfinden hast. Immer diese Blitze, so dieses Das passiert beim Zahnarzt? Das passiert meistens beim Zahnarzt, ich hätte eher nämlich gedacht, dass beim Zahnarzt die schonend arbeiten. Nee, eben nicht. Okay. Und wir sind deutlich billiger als ein Zahnarzt. Also du bezahlst bei uns, bei einem normalen Zahnarzt zahlst du zwischen 500 und 1000 Euro für ein Bleaching. Bei uns zahlst du je nach Rabattaktion zwischen 100 und 300 Euro für ein Bleaching. Okay. Also. Wie lange hält das, wenn ich das jetzt gemacht habe? Hab weiße Zähne. Was kann man sagen, wie lange bleiben die so weiß? Das kommt immer auf dich selber an. Wie viel du rauchst, wie viel Kaffee und Tee du trinkst, wie oft du dir die Zähne putzt und so weiter. Also es ist wirklich Verhandlungssache. Ich mach's ein bis maximal zweimal im Jahr und es hält wirklich gut bei mir. Bei manchen, die müssen es halt alle 3 Monate machen, weil die halt wirklich viel rauchen und Tee trinken und Kaffee trinken den ganzen Tag. Und da ist natürlich dann nicht so schön. Okay. Thema Schmerz haben wir angesprochen. Es tut gar nicht weh. Also ich werde auch gleich nochmal fragen. Die sehen alle noch recht glücklich aus. Bis jetzt hat noch keiner geschrien. Man hat keine Schmerzen? Keine Schmerzen. Peter, hast du Schmerzen? Was sagt er? Nicht reden. Erzähl das nachher. Halt mal die Schnauze, Junge. Nee, also bei uns hast du so gut wie keine Schmerzen. Es gibt immer mal jemanden, der vielleicht hier vorne irgendwie offene Zahnhälse halt hat. Das kann dann halt mal in den ersten Momenten, wenn die Lampe ansetzt, ein bisschen ziehen für eine Sekunde. Aber zu 99% arbeiten wir schmerzfrei. Ja, gibt es eine Altersbeschränkung? Also ab wie vielen Jahren dürfte ich mir hier die Zähne bleachen lassen? Rein theoretisch ab 14. Okay. Ab 14 mit Einverständnis der Eltern, wir machen das nicht. Also ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, kein 14-Jähriger, der hier mit einem Wisch von seiner Mutter herkommt, kriegt hier ein Bleaching, weil da die Zähne sind noch im Wachstum, da will ich keine Verantwortung übernehmen. Wenn jetzt eine Mutter hierher kommt mit ihrem kleinen Kind, mit ihrem 14-jährigen Kind und sagt, ich will jetzt mit meinem Sohn mich hier zusammen bleachen lassen, okay, ist die Mutter dabei, ich bin raus aus der Nummer, aber normalerweise ab 16. Okay, letzte Frage wäre, es macht die Zähne nicht kaputt, weil das ist eine Sache, wenn ich jetzt auch immer, ich habe auch schon viele Videos gemacht, wie bekommt man weiße Zähne, daher war das Bleaching-Thema immer ein sehr nachgefragtes Thema und es war immer im Zusammenhang mit, ja, die Zähne gehen davon kaputt, Zahnschmelz wird angegriffen, genau, wie sieht das hier aus bei so einer Behandlung? Na klar, arbeiten wir immer mit ätzenden Methoden, weil wir müssen das Zeug, was da drauf ist, auch runterholen. Wir haben uns so gut aufgestellt, dass wir wirklich großenteils natürlich arbeiten, aber gewisse chemische Prozesse kannst du nicht ausschließen. Und du solltest es jetzt nicht einmal im Monat machen, aber wenn du das so 4 bis 2 Mal im Jahr machst, hast du eigentlich keine Probleme damit. Geil. Da bin ich sehr gespannt. Wir werden gleich mal schauen, werden die ersten Ergebnisse sehen und auch mal die Leute fragen, wie denn jetzt die Zeit so vorgekommen ist und vor allem, wie es dann aussieht. Der erste ist fertig und seine Tochter ist auch schon am Alarm machen, weil sie will, dass Papa endlich jetzt rauskommt. Die Zeit verging ja wie im Flug, ne? Wir haben gut reden, schön beim Asiaten gewesen. Einmal nach Malle und schon sind die Zähne weiß. Bist du ready? Wie geht's dir? Gut. Ja, wir gucken uns gleich mal im Licht dein Endergebnis an. Wie ist die Zeit für dich vergangen jetzt? Schnell auf jeden Fall, ja. Ja? Der Wangenhalter war ein bisschen anstrengend, aber sonst. Ja, deine Tochter ist schon, die verlangt schon nach dir. Ich höre schon. Die ruft schon die ganze Zeit nach Papa, ey. Du kannst schon mal direkt hingehen, wenn du willst. Okay.
So, der erste ist fertig. Wir blenden hier einmal nochmal das Vorher-Nachher-Ergebnis ein. Ja, jetzt kurz abschließend, wie hat es dir gefallen? Gib mal kurz ein Feedback. Super, richtig korrekt. Danke nochmal auf jeden Fall. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ist ein unglaubliches Ergebnis und muss man mal machen im Leben. Sehr nice. Dann kümmere dich um deine Familie. Mach ich. Bis bald, mein Lieber. Und jetzt erstmal keine Shisha und keine Süßigkeiten, Alter. Hey, dankeschön. Ja. Cool, dass du dabei warst, Mann. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Ja. Macht's gut, ja? Ciao, ciao. Und schönen Geburtstag dir. Mach ich, danke. Ciao. So, und die nächste ist fertig. Erzähl mal, wie hat es dir gefallen? Wie fühlst du dich jetzt nach anderthalb Stunden Stillsitzen? Sehr gut. Ich habe ein bisschen Nackenschmerzen, aber sonst alles schick. Okay. Ich bin sehr zufrieden. Auch bei dir blenden wir selbstverständlich jetzt einmal das Vorher-Nachher-Ergebnis ein. Du hattest gar keine Schmerzen gehabt oder irgendwas? Nee, gar nicht. Cool. Alles, also komplett schmerzfrei. Super. Perfekt. Ja, dann bist du jetzt entlassen und darfst nach Hause gehen. Danke. Also du dürftest auch noch was sagen. Die Kamera gehört jetzt dir. Also alles klar, Mann. Vielen Dank. Bitte? Nochmal? Ich bin sehr zufrieden und vielen Dank. Sehr spontan, cool. Konzeptweise hat es möglich gemacht, Kevin Wolter. Danke an dieser Stelle. Wie viele Nuancen haben wir geschafft bei ihm? Neun. Neun? Oh, es ist am Blenden hier, krass. Aber du siehst wirklich mehr als nur glücklich aus gerade. Ja. Bist du zufrieden? Klar, auf jeden Fall. Ich habe damit null gerecht eigentlich, aber... Sehr cool. Super. Hier, Günther, komm auch noch mal dazu. Bei dir ist das auch krass geworden, ohne Witz. Guck mal. So. Hier. Was ist da los? Anderer Mensch. Du warst vorher schon ein krasser Player und jetzt ist aber alles vorbei hier. Ey, für alle Mädels, hört auf, der Typ ist glücklich vergeben. Ihr braucht keine Nachrichten mehr schreiben. Hast du einen Freund? Ja. Ah, alles klar. Einfach. Das ist sehr cool. Wie war es für dich? Ja, also das lange Sitzen ist ein bisschen anstrengend, aber sonst ziemlich entspannt, hat nichts wehgetan oder sonst was. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, das lange Sitzen kennt man ja aus der Schule. Du warst wahrscheinlich auch nie da. Nee. Nee, cool. Ja, sehr gerne. Ey, der Kevin Wolter hat es möglich gemacht. Ich bin tatsächlich nur derjenige, der das hier filmt und versucht hat, den Leuten so ein bisschen da die zusammen zu... Auch so krass weiß. Ja? Das ist unglaublich. Ja, ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Ja. Aber ich putze auch oft. Ohne Witz, ich habe extrem Angst vor dem Zahnarzt. Ich habe gar keinen Bock darauf. Karies und Baktus ist nicht so mein Stil. Dementsprechend putze ich sehr viel. Ja, aber nicht mehr als dreimal am Tag, oder? Ja, doch. Fast nach jeder Mahlzeit. Ich habe da so einen kleinen Tick. Ja. Aber cool, dass er am Start war. Abschließendes Fazit von deiner Seite? Auf jeden Fall muss man gemacht haben. Und ja, wenn man sieht, bringt's was. Geil. Cool, dass du dabei warst, Mann. Ohne Witz, hat mich sehr gefreut, Mann. So Leute, wir sind jetzt mal kurz rausgegangen. Die liebe Jan ist mit am Start. Was, Steve, wie fühlst du dich? Erleichtert, ey. Es hat nicht wehgetan, es war echt entspannt, deswegen positiv überrascht auf jeden Fall. Ja, wir haben auch gerade nochmal drüber gesprochen. Ich finde es besonders wichtig, wenn man sich die Zähne auffällen lässt. Ihr kennt ja alle, ich will jetzt hier no front an Nadja Apfel-Farag, aber dieses Keramik, weißt du, was... Ach so, das ist schon fast wie Plastik. Ja, ja, das ist nicht cool. Ich finde, dieses Natürliche sollte da sein. Ja. Das habe ich jetzt aber auch gerade bei einigen gesehen, außer bei Kai ist ein bisschen zu viel geworden. Dann blende ich schon wieder. Nein, aber ist gut geworden. Aber hat es wehgetan oder irgendwas? Nee, ich dachte erst ganz am Anfang vielleicht, dass es weh tut, aber es war einfach nur kalt. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, dass man Schmerzen verspürt. Und ich kenne ja auch den 1:1 Unterschied. Ich habe es mal beim Zahnarzt halt gemacht. Ja, stimmt. Ich habe es damals auch relativ günstig gekriegt, aber ich muss sagen, viel unangenehmer. Da bin ich den ganzen Tag noch rumgelaufen, wir waren noch im Kino abends und dann hat man immer so stechende Blitze gespürt. Echt, also danach noch? Danach, die ganze Zeit, als wenn du random in ein Eis beißen würdest oder so. Okay, und man hasst diesen Schmerz, ey, das ist so. Jeder kann sich das gerade voll vorstellen, okay. Ja, und dann, aber jetzt gar kein Schmerz, voll entspannt. Das Einzige, was war, man musste sitzen. Und da kann jeder rumheulen, aber ich bitte dich, ein bisschen rumsitzen. Dafür, dass man diese Zähne kriegt. Ich sag mal so, Leute, bei 5000 Daumen nach oben schneidet sich Gian die Haare ab. Leute, dann gibt's mal eine richtig krasse Typveränderung. Auf jeden Fall. Leute, sprengt den Daumen nach oben Button. Mach mal doppelt so viel Daumen. bei 10.000 Daumen nach oben machen wir eine krasse Haartransformation mit Gian. Scheiße, boah, das würde mir aber selber am Herzen schmerzen. Ja, es hat echt, ich war ja auch einer der Ersten, bei denen du gesagt hast, komm, wir lassen uns zusammen wachsen und so. Dann habe ich es durchgezogen, deswegen. Also, sentimentale Werte. Einfach dranbleiben, ey. Ein langer Tag geht zu Ende, Kevin. Sehr viele strahlende Gesichter habe ich gerade gesehen. Ja, ich hoffe, es hat allen gefallen und jeder hat das bekommen, was er wollte. Sah auf jeden Fall gut aus. Anhand der Farbskala konnten wir auf jeden Fall bestimmen, dass jeder hier mit einem weißeren Lächeln rausgegangen ist, als er reingekommen ist. Und das ist ja schon mal ein sehr, sehr cooler Act. Also,
ja, ich bin sehr froh. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du das meiner Community ermöglicht hast. Immer gerne. Dass wir reden durften und so herzlich aufgenommen worden sind. Für die Leute da draußen, die jetzt auch aus Berlin kommen oder aus der Nähe, wo können sie genau hinkommen? Wir werden es natürlich auch nochmal verlinken unten in der Infobox. Aber genau, wo findet man den Laden hier? Genau, wir sind in der Wilmersdorfer Straße 76, Konzeptweis Berlin. Ich finde uns auch auf Google oder auch auf Instagram. Könnt ihr gerne mal folgen und liken und ja, da findet ihr uns. Und natürlich könnt ihr auch jederzeit anrufen für Termine, aber natürlich auch alles online vereinbaren. Geil. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Vielen, vielen Dank. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Video.